Hallo alle zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Teile und herrsche ist das Thema dieses Videos und ich bin verwundert, wie sehr das immer noch funktioniert und will einfach mal versuchen, laut zu überlegen, wie funktioniert das eigentlich und wie könnte man da raus. Im Moment ist das aktuelle Thema Teile und herrsche CO2, Klima, Greta und Thunberg. Da kommen ja immer wieder solche Sachen, ja, Riesenagenda, die jetzt unsere Kinder missbrauchen und Diktatur und so. Ja, selbst wenn es so ist, die Agenda bezieht uns mit ein und will eigentlich nur eins, teilen und herrschen. Und es funktioniert oder ist irgendwo ein großartiges Zusammenkommen zu erkennen. Deswegen, wie funktioniert denn Teile und Herrsche? Das geht natürlich heute leichter, als es jemals in der Vergangenheit war, durch die virtuellen Medien. Es geht darum, die Aufmerksamkeit des Einzelnen, von mir oder dir, auf ein Thema zu lenken, das vielleicht gar nicht wirklich hundertprozentig bestimmbar ist, aber wo möglichst großes Konfliktpotenzial ist, dass sich unterschiedliche Meinungen bilden und die Leute aufeinander losgehen. Kommt euch das bekannt vor? Unsere eigene Aufmerksamkeit ist es, die eine Agenda, egal wie sie auch aussieht, durchsetzt. Und es liegt an uns, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinwenden. Und das ist das, was will denn Teile und Herrsche? Das will, dass die Individuen sich mit irgendwas beschäftigen und dann kommt ein anderer, der sieht's anders und dann geht's los und schlimmstenfalls haut man sich auf die Fresse. Und dann kommt irgendjemand und sagt, passt mal auf, so oder so können wir das doch machen. Dann sagen beide, oh, alles klar, wir glauben dir, wir folgen dir. Ziel erreicht. Dass irgendwer kommt, irgendeine Lösung dann bietet, wo alle oder die meisten irgendwie damit einverstanden sind und dann lassen die sich beherrschen. Das Gegenteil, wie man da rauskäme, achtsam mit unserer Aufmerksamkeit umgehen. Was lassen wir in unser Hirn? Und inwieweit tue ich mich emotional bei all den Unstimmigkeiten, die da sind, drauf einlassen und mich von meiner Mitte, von dem, was uns eigentlich alle miteinander verbindet, dass wir eigentlich nur leben wollen, eigentlich will keiner wirklich Stress, dadurch entfernen wir uns. Davon entfernen wir uns, lassen uns davon entfernen, dadurch, dass unsere Aufmerksamkeit gefesselt wird und heute mit den Smartphones und alles geht es hier direkt ins Hirn, ins Unterbewusstsein. Noch schlimmer als im Fernsehen damals. Die Lösung daraus, auch wenn es euch aufregt, dass die Kinder, eure Kinder jetzt einer Diktatur unterliegen oder bla bla bla, egal was, ist nicht abwertend gemeint, wäre eben die Aufmerksamkeit wieder hierhin, ins Innere, ins Herz, auf die Kinder, auf die Menschen, um die man rumlebt. Dann könnte uns keiner mehr beherrschen, wenn wir uns nicht teilen lassen. Wenn wir sagen, wir lassen uns nicht teilen, sondern wir, im Gegenteil, wir werden wieder eine Gemeinschaft, dann redet und kann uns keiner mehr von außen beherrschen, reinreden, dann machen wir das selbst. Und genau das soll verhindert werden. Mit der nächsten Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Irgendwann hat sich das jetzt mit dem Klima, tut sich irgendwie irgendwann auch nochmal verschieben. Vielleicht geht es auch weiter, keine Ahnung, vielleicht funktioniert es ja damit. Aber wenn nicht, kommt irgendwas anderes, wo wir uns teilen, spalten, aufregen lassen sollen. Es geht doch schon immer so, immer die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Warum wird denn so viel Medienaufwand betrieben? Damit unsere Aufmerksamkeit davon wegkommt, dass wir als Menschen in Gemeinschaft uns von keinem was sagen lassen müssen, wenn wir es nur schaffen würden, eine Gemeinschaft zu werden. Denkt einfach mal drüber nach, bevor ihr euch jetzt weiter über Greta, über die, die sie missbrauchen, über die Kinder, über sonst wen aufregt. Denkt doch einfach mal nach. Wollt ihr euch teilen lassen und beherrschen lassen oder wollt ihr zusammenkommen und euch selbst beherrschen? Bye.